Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des erfolgreichen Trendhandels. Mein Name ist Marco Klingner. Ich bin der zweite Part beim Trading Duo neben Christian Lukas. Wir haben wieder mal zwei Werte, die wir uns ein wenig näher anschauen werden. Die Scanliste hat am Freitagabend wieder ein bisschen was ausgespuckt. Der Christian hat hier mir was rübergeschickt und was da Interessantes bei ist, werden wir uns gleich mal anschauen. Wie immer traden wir im einen Wochenchart, das heißt eine Kerze auf diesen Charts ist eine Woche. Und was haben wir mit dabei? Wir haben Activision Blizzard und Delivery Hero. Da gucken wir mal, Activision Blizzard ist ein Bereich der Gebrauchsgüter angesiedelt im Sektor, ja, Konsumgüter, Dienstleistung, wird an der Nasdaq gehandelt und ist offensichtlich, wie wir es hier gerade sehen, relativ gefragt. Bevor wir hier großartig anfangen, mal die Gesamtanalyse. Wir haben hier ein relativ verhaltenes Verhalten 2011 bis 2013. So ab der Hälfte 2013 fing es so langsam an, hier so ein bisschen in die Aufwärtstrendrichtung zu gehen. Ja, und dann ging es doch relativ stramm nach oben. Ja, relativ stark nach oben. Schöner großer Aufwärtstrend über mehrere Jahre hinweg. Ja, sowas liebe ich, sowas mag ich. Und dann hatten wir hier oben so eine kleine Top-Bildung, eine Doppeltop oder ein Dreifachtop würde ich es vielleicht nicht unbedingt nennen, da die Tops hier dann doch oder die Hochs hier doch ein Stück weit auseinander sind. Es ging dann relativ stark nach unten im Jahr 2018, im Jahr 2019 bildete sich hier unten so ein kleiner Boden. Wir haben dann auch eine Umkehrformation gebildet bekommen. Ja, wir schauen uns das mal ganz kurz an. Wir haben hier eine Schulter-Kopf-Schulter-Invers bekommen und diese Schulter-Kopf-Schulter-Formation ist dann hier letzten Endes aufgelöst worden. Ja. Also eine untere Trendwende-Formation haben wir hier gesehen und dementsprechend sind wir nicht mehr im Abwärtstrend, sondern wir befinden uns jetzt definitiv in einem Aufwärtstrend und dementsprechend kommt diese Aktie bei uns ins Depot, beziehungsweise ins Depot noch nicht, aber erstmal auf die Watchlist und hier bei mir in die engere Wahl, weil wir nur Long handeln. Wir sehen, wir sind hier in einem Aufwärtstrend, aktuell in der Bewegungsphase. Aus der Bewegungsphase handle ich ja nicht. Ich suche mir mal ganz gern einen Rücksetzer in eine Korrektur oder aus einer Bewegung in eine Korrektur hinein und das müsste man dann hier noch bekommen. Wir haben ja eine schöne stramme Aufwärtsbewegung. Auch sowas wird irgendwann mal korrigiert. Und da nehme ich mir auch ganz gerne mal Fibonacci zu Hilfe und schaue mal, wie tief kann es denn hier sinnvollerweise gehen. Und da sehen wir gleich, wir haben hier erstmal das letzte Verlaufshoch bei 64,10. Ja, liegt relativ dicht am 50% Retracement und dementsprechend kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir nochmal einen Rücksetzer bekommen werden, ja, von diesem Hoch, so es das letzte Hoch gewesen ist, und damit wir dann hier wieder hochgehen und vielleicht in diesem Bereich hier um die 64 herum eine Umkehrformation zu finden. Und diese können wir dann handeln. Es kann natürlich durchaus möglich sein, dass der Kurs hier oben noch ein Stück weitergeht. Dann müssen wir entsprechend Fibonacci anlegen und dementsprechend mal schauen, ob die Clusterungen hier unten dann noch vorhanden sind. So, soweit erstmal dazu. Dann schauen wir uns Delivery Hero an. Wir haben hier mal eine deutsche Aktie, ebenfalls Gebrauchsgüter Einzelhandel. Und gerade in den jetzigen Zeiten ist es sehr interessant, Einzelhandelstitel sich rauszusuchen. Die Leute können nicht viel Geld ausgeben in den Restaurants, in Bars, in Theatern und Kinos. Aber Lebensmittel und Speisen, Getränke sind immer noch wichtig, brauchen wir jeden Tag. Und von daher sind solche Situationen immer wieder gut für Gebrauchsgüter. Gebrauchsgüter sind momentan nicht die stärksten Sektoren, die wir haben. Das sind nach wie vor Technologie, Telekommunikation und Gesundheitswesen, aber hier sind wir auch relativ gut aufgestellt. Wir haben hier einen intakten Aufwärtstrend. Die Kurshistorie von Delivery Hero ist noch nicht ganz so lang, wir haben aber definitiv hier ein schönes Hoch.
Und durch dieses Hoch sind wir mit Wucht durchgebrochen. Wir haben dann den Rücksetzer erlebt, genau auf dieses Hoch hier bei 52,40, und sind dann wieder weiter nach oben gelaufen. Wir sind jetzt aktuell in einer Bewegungsphase. Ob diese Bewegungsphase bereits zu Ende ist, kann ich nicht beurteilen. Das müsste man dann unter Markttechnik sich ganz genau anschauen im untergeordneten Zeitfenster. Allerdings sollte man sich das Ding weiter ansehen. Wir haben jetzt hier noch das letzte Verlaufshoch bei 81,62 und wie gesagt, ich handle gern aus der Korrektur heraus. Da müsste man sich das von jetzt mal angucken. Wie gesagt, das ist jetzt eine Momentaufnahme. Wie das nächste Woche aussieht mit dem Kurs, weiß ich noch nicht, ob der wieder zurückkommt und anfängt zu korrigieren oder ob er eben noch ein Stück weiterläuft und dann erst anfängt zu korrigieren. Das müssen wir dann schauen. Aber dementsprechend müssen wir dann jeweils, wenn sich es hier oben noch weiterentwickelt, Fibonacci einfach weiter nach oben ziehen. Und hier sehen wir aber auch schon die erste Clusterung in diesem Bereich. Wir haben hier im Bereich von 73,16 das erste kleinere untergeordnete Hoch. Ja, dann haben wir hier oben noch diese schwarze Kerze oder beziehungsweise eine rote ist es hier im Bereich von 70. Ja, da gab es ein bisschen untergeordnet Widerstand. Der Markt lief da nach unten und wir sehen, über die 70 wollte der Kurs auch noch nicht so richtig. Das hat erst noch ein, zwei Anläufe gebraucht, bis der Kurs da drüber gegangen ist. Also gehe ich davon aus, dass wir jetzt hier in diesem Bereich erstmal eine schöne, saubere Unterstützungszone haben, eine untergeordnete. Das heißt, ich gehe jetzt grundlegend davon aus, dass der Kurs, wenn er korrigiert, nochmal bis hier runterläuft, damit wir, wenn wir hier eine Umkehrformation finden, diese dann auch long handeln können. Ja, das soll es dann hier weit erstmal gewesen sein. Bleibt da draußen alle gesund, bleibt uns treu, bleibt uns gewogen. Momentan ist unser Depot noch nicht gefüllt. Wir haben noch keine Handelssignale. Wir haben allerdings Werte, die in die engere Wahl kommen, wie ich jetzt in den letzten Wochen immer wieder gezeigt habe. Allerdings sind die eben noch nicht so reif, dass sie ein Handelssignal bilden, damit wir sie direkt handeln können. Wir springen hier nicht rein. Wir zeigen ganz klar, dass wir sehr diszipliniert an die Märkte herangehen und auch ans Trading. Wir haben einen Plan und den traden wir durch. Wenn wir keine Handelssignale haben, handeln wir auch nicht. Und das ist das ganz wichtige Szenario, das jeder Trader einhalten soll. Und denn nur wenn ich diszipliniert bin, kann ich letzten Endes auch erfolgreich sein. Ja, wenn es euch gefallen hat, vielleicht den Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal. Der Christian wird euch unten drunter wieder den Link für unser Videoseminar setzen, wer da Interesse hat zu lernen, wie wir die Märkte scannen oder zu lernen, wie ich die Scanliste dann umsetze in eine Watchlist und aus dieser Watchlist dann Signale herausfilter. Das wird dort alles ganz detailliert erklärt in diesem Video. Und wer da möchte, kann das gerne sich zulegen und ja, ansonsten wünsche ich allen viel Spaß, viel Freude beim Traden, viel Erfolg beim Traden. Bleibt gesund und bleibt uns gewogen. Bis dann. Tschüss. Einen kurzen Hinweis möchten wir euch zu unserem Seminar geben. Wir haben sämtliche Handelsregeln für den Trendbullen in einem zweistündigen Seminar für euch zusammengefasst. Es sind natürlich die gleichen Regeln, die wir auch beim Handel mit unserem Wikifolio benutzen. Wer seinen professionellen Trendhandel selbst aufbauen möchte, der wird jede Menge Tipps finden, vor allen Dingen solche Informationen, die in keinem Lehrbuch stehen.